Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zurück zu Robert Apocalypse Keen 14 oder auch Secret of the Sorcerer. Ja, da kann man schon mal ins Stocken geraten bei solch einem Titel und passend dazu fängt natürlich der Hund an zu bellen, weil wieso auch nicht. Und ja, wir sind am Anfang von diesem Level hier und haben, glaube ich, hier doch ein Problem. Oder hat sich das Problem aufgelöst? Das Problem hat sich quasi, naja, nicht gänzlich aufgelöst. Ich glaube, es hat sich nach unten verlagert. Ja, irgendwie hier unten ist der kleine Freund. So, ich gucke nochmal, ob hier oben irgendwas war, wenn ich mal hier hochkäme. Aber ich glaube, hier ist wirklich nur Tod und Verderben und irgendwann mal der Key. Aber naja. So, wir haben wieder hier diesen langweiligen Dulli. Den. Okay, der bewegt sich nicht so angenehm. Ah, da haben wir noch so einen. Und da haben wir unseren guten Freund, was auch immer da steht. Steht der GI oder GL? Who knows? Ich werde es niemals erfahren. Ah, stimmt. Ich habe ja ganz vergessen, wir haben ja einen Key aufgesammelt. Ist schon zu lange her, also fast wieder 2 Wochen. Kennt man von mir. Ist halt die normale Zeit, die halt dazwischen liegt. Da bin ich fast gestorben. Ist hier noch so ein Clown? Da ist ein anderer Clown. Macht an sich keinen Unterschied. Möchtest du vielleicht darunter springen? Möchte er. Gut, oder auch nicht gut. Da komme ich immer noch nicht hoch. Nee, da oben lauert nur Tod und Verderben. Logischerweise ist jetzt unter mir auch eine ganze Menge Tod und Verderben. Deswegen speichern wir das erste Mal hier ab, weil das könnte böse enden. Okay, da habe ich mich extrem verkalkuliert. Ich habe irgendwie gedacht, der würde sich schneller bewegen. Aber man muss auch fairerweise sagen, es war die ganze Zeit ruhig gewesen. Ja, deswegen kam ich auch auf die Idee, ach komm, ja, ist zwar noch gar nicht Donnerstag, aber du kannst ja trotzdem aufnehmen, weil es sich einfach gerade anbietet. Und schwupps, wer kennt's, was passiert? Natürlich fängt da ein Hund an zu bellen. Ist ja klar. Ich meine, wo kommen wir denn dahin? Na, wenn das anders wäre. Und hier haben wir ein Key. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wie das da drüben vonstatten gehen soll. Da ist ja auch noch ein blauer Key. Interessant. Okay, ich glaube, da wollte ich gerade zu viel. Ich wollte nämlich gerade. Also, ich habe gerade nach einem Secret da geguckt. Wow. Okay, guter Start, guter Start. Irgendwie ärgert mich das gerade ein bisschen mit dem Hund. Not gonna lie, not gonna lie. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das so aus dem Konzept bringe, gerade mit dem Hund. Ich habe jetzt auch per se nichts gegen Hunde oder so. Ja. Die mögen zwar mich oftmals nicht, aber ich habe mit Hunden kein Problem. Ist da ein Secret? Nee, da ist kein Secret. Hätte von Anfang an genauso funktionieren können, aber nein. Ich glaube, was mich irritiert, ist halt die ganze Zeit so schön ruhig. Und jetzt, wo man natürlich was aufnehmen will, ist es auf einmal laut. Das ist natürlich hauptsächlich eher für euch schade, weil, naja, ich gerade aufnehme und man im Hintergrund diesen Hund hört. Eventuell hört man ihn noch nicht so gut. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Okay, direkt mal speichern, weil ich trau dem Frieden nicht. Und zu Recht. Ja, das war so klar, dass er noch schießen würde, obwohl er schon lange tot ist. Eieieiei.
Ich finde es halt ein bisschen traurig, dass das häufige Speichern mir leider aber immer wieder recht gibt, weil die Mods so generiert. Genau, sie sind so generiert. Nee, weil die Mods so gemacht sind, ja, dass man einfach darauf leider angewiesen ist, immer mal wieder zu speichern. Ist halt ein bisschen schade. Okay, ich glaube, ich sollte mal auf diesen Dulli da warten und den dazu bringen, dass er wieder in die andere Richtung fährt, weil ansonsten habe ich noch ein Problem. Aha. Und wir lassen den mal weiter in die Richtung laufen. Sehr schön. Jetzt sind wir den nämlich eventuell für eine längere Zeit los. Und ich frage mich immer noch, was mit dem blauen Key ist. Den kriege ich gerade nicht aus meinem Kopf. Zu Recht möchte man meinen. Na gut. Wer muss schon auf den Ast, wenn er hoch genug springt, um... Oh mein Gott, ich habe mich gerade erschreckt. Ich habe den Gegner irgendwie gesehen. Aber irgendwie jetzt keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, dass der ja auf mir landen könnte. Sehr schön. So, Moment. Ich glaube, ich komme gerade so nicht da dran, oder? Ja, da fehlt aber wirklich gefühlt gar nichts. Bei den Gegnern muss man halt immer wieder springen, weil die können halt einen random immer noch mal umbringen. Oh, es war knapp wie sonst was. Okay, wie komme ich denn jetzt an diese Punkte dran? So definitiv nicht. Okay, das war schlampig durchgeführter Sprung. Ich habe keine Ahnung, wie ich da dran kommen soll. Kann ich da überhaupt oder soll ich von hier darüber springen? Ja, wenn man darauf landet, könnte man das vielleicht. Ansonsten sieht es eher düster aus. Ja, selbst damit ist es nicht machbar. Keine Ahnung, wie das hier gehen soll. Also... Eventuell übersehe ich was, aber so scheint es definitiv nicht zu gehen. Und was erwartet uns hier? Wieder so ein Dulli. Bin ja jetzt nicht unbedingt der große Fan von denen. Und derartigen Plattformen traue ich dank Selec nicht mehr. Springst du runter oder er springt tatsächlich runter. Ist auch runtergefallen, sieht so aus. Ich sehe wenig. Und mit wenig meine ich, ich sehe so gut wie gar nichts. Ich glaube, ich würde mal einen Sprung vor so Wissenschaft machen. Einfach nur vor so Lulz. Okay. Ganz, ganz viele Gegner an einer Stelle, aber da haben wir auch den einen lustigen Gegner zurückgelassen. Ja, das Ding werde ich wohl erstmal da lassen. Weil hier... Decke! Danke! Weil hier wird es wahrscheinlich, also zumindest spricht alles dafür, zu dem blauen Key gehen. Und der war auch tatsächlich unbewacht. Yay. Wunderbar. Das Backtracking finde ich in Ordnung, weil man eine, ja, slightly andere Umgebung hat. Das geht meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung. Ist dann nicht ganz so dramatisch. Ich meine, man sieht nicht großartig viel andere Dinge, aber es ist okay. Es ist okay.
Hab auf jeden Fall schon schlimmere Dinge. Oh. Ja, der ist natürlich ein Problem. Nee. Einmal speichern reicht mir. Ah, ja. Ich wusste, irgendeinen Haken wird es wohl geben. Da hat er ein bisschen spät reagiert, der Dulli. Der hätte mich da echt vor ein Problem stellen können. So, wir haben den Plorn Key, den wir fürs Grande Finale benötigen. Okay. Ah, da sind natürlich zwei. Habe ich allerdings auch schon gesehen, von daher eigentlich totally fair. Muss man sagen, dass es eigentlich vollkommen in Ordnung war. Na. Ja. Wie ich schon einige Mal erwähnt habe, Gegner, die von außerhalb des Bildschirms schießen können, sind ein Problem in Commander Keen. Warum ist es ein Problem? Naja, sagen wir mal so, Commander Keen ist jetzt nicht unbedingt das schnellste Plattformerspiel und sagen wir mal so, Keen bewegt sich relativ schnell, aber das ist halt eventuell nicht gut genug. Da war hier doch noch irgendwie so ein Dulli, oder? Jede Menge Dullis. Wollte gerade sagen, vielleicht besser nicht zu hoch springen. Würde ich ihm zutrauen, an einer Stelle, wo man eher ein Secret verstecken würde, Gegner hinzusetzen, die einen umbringen? Ja. Ja, auch sehr schön, wo ich den da erledigt habe. Aber war noch vollkommen in Ordnung. Was ist denn das? Was sind da drunter? Schwer zu sagen, weil ich nicht genug sehe. Ich sehe ja gar nichts. Also zu sagen, dass ich wenig sehe, wäre noch eine Übertreibung. Naja, also ich weiß nicht, wie gut ich das hier finde, weil diesen Gegner, den kann man relativ ja, okay, das ist ziemlich sinnfrei. Ich habe gedacht, er bewegt sich eventuell nicht schnell genug, dass er wirklich alles. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe ihn tatsächlich getroffen. Okay. Ah. Natürlich musste ich genau hier sein. Ich meine. Wo auch sonst, wo auch sonst. Okay, das war nicht nett, muss ich zugeben. Das war wirklich nicht nett. Das war wirklich kein nettes Ende. Not gonna lie. So. Gab es hier nicht irgendwie mehrere Wege oder ist es. Ich glaube, ich denke gerade an den Keen 1 Mod. Nicht Keen 1 Mod. An den Keen 6 Mod, aka dieses wunderbare Level Pack. So. Auch tatsächlich Keen 6. Also ziemlich viel Keen 6. Und wir machen mal dieses Level hier an diesem wunderbaren Mittwochnachmittag. Also ich bin praktisch einen Tag zu früh dran mit der Aufnahme. Aber das ist egal. Wir gehen trotzdem in die Ancient Hill. Und mal gucken, ob sich spielerisch hier auch mal irgendwas ändert. Weil bisher ist es alles immer wieder
quasi dasselbe. Und da komme ich nicht dran. Ja, der Typ liebt irgendwie die Dullis da auf den Bäumen. Das ist irgendwie dem sein Kind of Jam. Ich meine, ist ja okay, aber ich weiß nicht. Also, wenn man das irgendwie nur macht, also, dass es etwas ist, was du quasi die ganze Zeit nur recycelst. Ich meine, du kannst die beste Idee von dir immer wieder recyceln, aber es ändert nichts daran, dass du halt immer wieder ein und dieselbe Idee recycelst. Das ist halt einfach nicht cool. Also, schaffe ich diesen Sprung überhaupt zurück? Das sieht nämlich ziemlich knapp aus, selbst mit einem Impossible. Was? Bitte wie? Ist es generell da so ein Feld, wo es stehen kann? It is. Das ist sogar etwas interessant. Okay. Aber faszinierend. Ich sehe da nämlich gar nichts. Bin ich da zu blind, das zu sehen? Weil es sieht einfach so aus, als ob da eine unsichtbare Wand wäre. Ich komme da gar nicht mehr nach oben. Und ich schieße einfach in die falsche Richtung. Ich habe irgendwie, warum auch immer, komplett seltsam. Ich habe irgendwie in eine Richtung geguckt, die ich nicht hätte gucken sollen. Wir schießen den mal und gucken mal, ob hier sonst noch irgendwas von Interesse ist. Ansonsten gehen hier nämlich halt einfach nicht lang, würde ich mal sagen. Weil hier ist scheinbar gar nichts. Also wenn man oben lang geht, kommt man nicht nur zum Kiel, sondern man ignoriert auch einfach komplett eine Stelle, wo du halt nicht sein musst. Also ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist. Also so gut bin ich im Game Design jetzt auch nicht, dass ich das jetzt beurteilen könnte, ob das vollkommen so in Ordnung gehen würde. Weil ich denke mal, jeder Abschnitt, den man in ein Level nehmen können sollte, müsste oder sollte sich zumindest besonders anfühlen. Und das ist ja nicht wirklich der Fall, wenn ein Gebiet von einem Level komplett austauschbar ist, und das ist ein Problem. Also diesen Gegner hier, den nur stunbaren Fleck, findet der scheinbar so gut, dass er sich gedacht hat, den brauche ich aber auch wirklich jetzt in jedem Level. Genau wie ich diesen Knaben hier auf jedem Baum brauche. Und offenbar brauche es auch immer irgendwie diese Feuersäulen hier oben. Okay, ich glaube, ich springe da nicht hoch genug, um da dran zu kommen. Also ich kann hier nicht schon wieder ein komplettes Level quasi überspringen. Was ganz gut ist. Zumindest gefühlt ganz gut. Ja, da oben ist schon wieder so ein Dulli auf dem Baum. Interessant. Obwohl, das könnte man eventuell wieder. Also, ich wette mit euch, auf leicht käme man da hoch. Auf schwer. Ich glaube, der normale Sprung ist entweder nicht hoch genug oder ich komme gerade so an das Tod und Verderben dran. Obwohl, vielleicht wenn ich. Na, na, na. Na, okay.
Vielleicht sollte ich aufhören, Dinge ausnutzen zu wollen und vielleicht einfach mal das Level spielen, wie es intended ist. Ah ja. Wow. Ja, das ist halt das Problem, wenn du gierig nach Punkten wirst, dann stirbt man gerne mal. Obwohl, ich meine, ich könnte theoretisch mal. Ich glaube, ich gehe doch erst wirklich. Ja, ich glaube, ich bleib bei dieser Richtung. Einfach aus dem Grund, dass. Ich sehe hier aber gar nichts, sehe ich gerade. Ich sehe gerade, dass ich nichts sehe. Ja, okay. Okay, das war scheinbar die richtige Entscheidung. Was zur Hölle ist das? Ist das eine ummodellierte Thundercloud, die einfach dasteht? Das ist scheinbar ein Bild. Nothing more, nothing less. Okay, muss ich jetzt in die andere Richtung? Ich weiß es nicht. Ja, diese Klettereinlagen sehen auch irgendwie gefühlt immer einfacher aus, als sie es sind. Da ist ein Danger-Zeichen. Das nehme ich sehr, sehr ernst. Besonders bei Mods mit Gegnern, die bereits über die Distanz schon schießen. Unter anderem diesen guten Knaben hier. Die teilweise halt auch schießen, wenn sie bereits das Zeitliche gesegnet haben. Okay, das war. Ich muss sagen, ich finde das Signal dort in Ordnung. Also, es ist ein Warnsignal. Also, es sagt jetzt nicht explizit, von welchen Dingen du jetzt Angst haben sollst, und ich wusste, dass ich bei diesem Sprung sterben würde, wenn ich mich da festhalte, aber wie das manchmal so ist, ich habe keine Ahnung, was das war, hingegen. Also das andere war quasi kalkuliertes Sterben, und das war keine Ahnung. Ja, happens, happens. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich mag trotzdem diese Passagen, weil ein bisschen Können trotzdem benötigt wird. Das finde ich natürlich jetzt ein bisschen unschön mit diesen Knaben da, aber ich meine, von unten ist es zumindest kein Problem. Das Vieh ist aber deutlich zu, naja, rudimentär. Würde ich jetzt nicht sagen. Sagen wir so, die Dauer, wo er gestunt ist, ist ziemlich, ziemlich niedrig. Also ein wenig mehr hätte da selbst auf hart drin sein können. Moment, wo muss ich überhaupt hin? Das ist, glaube ich, die größere Frage aller Fragen. War nicht irgendwo noch ein verschlossenes Gebiet? Das war der Anfang, der komplette. Ah, war das nicht sogar hier? Was? War das hier? Das ist zumindest ein. Ha. Ach so, war das da? Nee, unten habe ich den Key herbekommen, oder? Ah. Nevermind, nevermind. Ich hätte da gar nicht nach oben gemusst. GG. Einfach einen Schuss mal wieder verschwendet, because obviously I can. Okay. Egal, wir haben so viele Schuss. Das war jetzt zwar peinlich, aber. Ist halt so, ich werde es überleben. Und das hat. Na, Spiel hat den Schuss nicht gefressen. So, jetzt geht's auch endlich hier nach oben.
Okay. Kann man das da irgendwie überspringen da oben? Okay. Keine Ahnung, ob man es kann. Interessant. Ach so, okay. Der ist teilweise im Hintergrund, teilweise im Vordergrund. Ja, das war natürlich mega smart. Also, das war ein, I don't know, das war ein minus 30 EQ-Play. Also, das war mal sowas von hirnrissig gewesen. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Okay, ich setze mich mal anders hin, weil ich merke, wie dumm ich gerade zweimal in Folge war. Ja, ich glaube, man kann das wirklich auch einfach mal beim Namen nennen, weil es genau das ist. Und ja, mir ist das auch irgendwie erst in den Sinn gekommen, als ich das schon durchgeführt habe und mir dann da dachte, hä, das erscheint mir auch nicht besonders smart zu sein. Auf der anderen Seite, ich habe hier erschreckend wenig Platz. Okay, wie mache ich das? Ich glaube, deswegen bin ich generell überhaupt gestorben, weil ich keine Ahnung habe, wie das zu regeln ist. Weil ich kann ihn ja nicht so töten. Also. Ja, nee. Das heißt, das Einzige, was ich tun kann, von der derzeitigen Pattern ist. Ja. Einfach Glück haben. Das war jetzt basically it. Einfach Glück haben. Aber was anderes war hier nicht drin. Also. Wow. So. Also da, den Gegner hätte ich nicht da, also zumindest nicht an so einer Stelle hingesetzt, wo mit der Plattform ankommt, sondern irgendwo, wo ich etwas mehr direkte Kontrolle habe. Weil so musst du wirklich halt warten. Also entweder mit einem neuen Pattern ankommen, also nochmal hin und zurück, so dass du ihn halt wirklich da erschießen kannst. Oder musst du dafür Glück haben, dass er halt nicht auf dich schießt. Und das ist, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also ich würde mal behaupten, das ist nicht unbedingt die beste Idee, weil es macht eigentlich eher mehr Probleme, als dass es dem Level hilft. Not gonna lie. Ist nicht unbedingt hilfreich, also. So, ich habe kurz gedacht, ich würde da runterfallen. Apropos runterfallen, ich könnte mich auch hier da runterfallen lassen. Ich schätze mal, das werde ich sogar hier tun. Ich habe nämlich gerade gar keine Ahnung mehr, wo dieser grüne Key eingesetzt werden musste. War das nicht hier sogar hier drüben? War das Level nicht da direkt zu Ende? Und der Modder hat einfach nur dasselbe abgezogen wie beim letzten Mal. Okay, das ist geht der jetzt auch irgendwann mal wieder weg? Okay, das ist okay, diese Gegner sind überaus schlecht geeignet. Period. Zumindest, wenn, da man die ja nicht dauerhaft ausschalten kann, sind die halt ein Problem. Und ja, anders geht's halt nicht, also. Und ja, das war dieses Level hier. Ich muss sagen, die beiden Level sind okay. Ja, ich glaube,
Okay, trifft es auf jeden Fall. Huch, was war das denn? Hä? Ich glaube, ich hätte mich da nicht durchbacken sollen. Kann das sein? Aber ich meine, es war ja nicht mal mit Absicht oder so. Also, das war halt ein Versehen. Ich wusste nicht, dass das passieren würde. Okay, ich glaube, ist smart, einfach hier direkt abzuspeichern, weil man sich hier irgendwie, warum auch immer, durchbuggt. Ja. Okay. Ich glaube, man soll dieses Level erst machen und dann. Soll man überhaupt hier sein? Nee, ich glaube, das ist ein ganz anderes Level als das da drüben, oder? Wenn ich hier lade und hier schon drücke. Nee. Ich bin verwirrt. Okay, das Level scheint ganz normal zu sein. Okay, das war es von hier und heute. Logischerweise geht's dann am Samstag weiter, obwohl ich nicht weiß, ob das Samstag-Video ganz normal stattfindet. Kann auch sein, dass das Samstag-Video erst am Sonntag kommt, weil ich habe am Freitag eine ganze Menge vor, deswegen verschieben sich einige Sachen halt ein bisschen nach hinten. Und ja, muss auch eventuell noch ein bisschen was fürs Pen and Paper an diesem Wochenende vorbereiten. Und ja, also kann sein, dass es das nächste Video dementsprechend vielleicht einen Tag oder so später geben wird. Ansonsten würde ich sagen, grüßt mir die Sonne und macht's gut. Ciao, ciao.